Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Mr. T. Freunde, heute eins meiner ganz großen Lieblingsthemen. Ich bin ja seit 30 Jahren in der Fitnessbranche und seit 30 Jahren engagiert, was das Thema Ernährung anbetrifft, sozusagen die Mutter Teresa der gesunden Ernährung. Und da habe ich heute relativ einfach in drei einfachen Punkten verpackt, was man am allerbesten machen kann, um sich langfristig gesund zu ernähren, um langfristig über die Ernährung dafür zu sorgen, dass wir unser Rennpferd hegen und pflegen. Denn ihr, alle da draußen, inklusive mir, wir sind unsere eigenen Leistungsträger, wir sind der Kapitän in unserem Schiff und wenn es unserem Kapitän nicht gut geht, dann wird das Schiff wahrscheinlich auf dem Meer hin und her trudeln und vielleicht nicht sein Ziel erreichen. Das bedeutet, dass wir unser Rennpferd mit dem bestmöglichsten Essen und dem bestmöglichen Trinken versorgen sollten. Denn der Mensch ist ein Bioorganismus. Ihr müsst euch so vorstellen, da schiebt man was rein und es sollte so hochwertig und rein, so artgerecht wie möglich sein, auch so bedarfsgerecht wie möglich. Und dann wird das Rennpferd hervorragend funktionieren. Und unser Rennpferd wird natürlich auch für uns weiterhin Siege einfahren, dafür sorgen, dass uns ins gut geht, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir monetären Luxus haben und dass wir natürlich weiterhin motiviert bleiben und glücklich logischerweise. Und nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch für unsere Familie sorgen können. Und deswegen heute das Thema artgerechte Ernährung. Und das ganz einfach, Freunde. Artgerechte Ernährung, ganz einfach, wieder in drei Punkte, ich mache nur drei Punkte. Und das erste ist tatsächlich, das ist das Prinzip, was ich persönlich in den letzten 30 Jahren kennengelernt habe, was den meisten Erfolg bringt. Das sind diese drei Mahlzeiten pro Tag. Es gibt immer wieder, alle zwei, drei Jahre gibt es wieder neue Formen von Ernährung in alle möglichen Richtungen. Leider gibt es sie eben nur zwei, drei Jahre danach, kräht leider kein Hahn mehr danach. Was heißt leider? Viele Sachen haben es auch nicht verdient, dass sie länger am Markt sind. Aber diese drei Mahlzeiten zu regelmäßig gleichen Zeiten ist das bewährteste Prinzip, das ich kenne. Und zwar drei Mahlzeiten, die natürlich so weit wie möglich artenbedarfsgerecht sind. Also, das sogenannte Drei-Mahlzeiten-Prinzip. Und jetzt ist es wichtig bei diesen drei Mahlzeiten, dass diese drei Mahlzeiten auch ungefähr zu ähnlichen Zeiten kommen. Es gibt eine gute Struktur, das ist auch dahinter steckt ein gutes Zeitmanagement. Auch eine gewisse Wertschätzung an seinen Körper, an seine Leistungsfähigkeit. Wenn man einfach sagt, jetzt esse mal ein Brötchen, jetzt ist 10, jetzt schiebe ich mir halt mal irgendeinen Schokoladenriegel oder sonst irgendwas rein. So, das wäre drei Mahlzeiten pro Tag. Im Dessen dann ich am allerbesten im Abstand von 4 bis 5 Stunden. So, diese Regelung, das ist wirklich die Nummer 1. Einfach auch mal dafür sorgen, dass gesundes Essen da ist und dass wir zu regelmäßig gleichen Zeiten unser Essen zuführen. Dass der Körper ganz genau weiß, aha, in circa 4-5 Stunden bekomme ich wieder Essen. Warum weiß ich das? Weil er es immer so macht. Und somit kann der Körper sich auch da hervorragend drauf einstellen. Wenn ich Coaches hier habe, die zum Beispiel nie gefrühstückt haben, aber mit 20 Kilo Übergewicht kommen, die sich selber fragen, ja, aber ich habe ja nur zwei Mahlzeiten am Tag gehabt, warum habe ich 20 Kilo Übergewicht? Bei mir fällt ja schon mal das Frühstück weg mit 300, 400 Kalorien. Okay, dann wundern die sich, ne, und sagen, eigentlich kann es ja gar nicht sein. Und wenn die dann umstellen aufs wieder Frühstücken, fällt es denen am Anfang relativ schwer, weil sie sich die ganze Zeit natürlich eben erspart haben. Und hinten dran steckt ganz oft natürlich auch der Punkt, dass sie morgens zu knapp aus der Hauszeit aufstehen. Das heißt, sie stehen knapp auf, die müssen um 7 aus dem Haus und stehen um 6:30 auf. Und somit ist ja gar keine Zeit vorhanden zu frühstücken. Und der Geist und der Körper ist natürlich noch müde. Der Hintergrund ist dafür, dass sie natürlich abends viel zu spät ins Bett gegangen sind. Da gibt es ja auch ein Video zum Thema Schlafen und Schlafqualität, da könnt ihr mal reingucken. So, und wenn diese Menschen es eine Zeit lang wieder praktizieren, dann kommen die zu mir und sagen, Andreas, wenn ich jetzt morgens aufstehe, habe ich pünktlich, 3/4 Stunde später habe ich Hunger. Das hatte ich noch nie. Ja, das ist, weil der Körper wieder eine Routine hat, ein Ritual hat und weil sich der Rhythmus, der Körperrhythmus, der Stoffwechselrhythmus sich anpasst. Und erinnert uns morgens tatsächlich ans Essen, wenn es was gibt. Und somit ist auf einmal die Gewährleistung da, ab sofort wird jetzt regelmäßig gefrühstückt. Ist auch so, dass bei diesen Coaches
ist, irgendwann eine Routine ist, dass die gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Sondern sie frühstücken einfach. Ohne drüber nachdenken, wie Zähne putzen, wie Haare kämmen, wie anziehen, wie Deo in die Arme machen, ist das für sie selbstverständlich, wird gefrühstückt. Und wenn das eine Routine ist, dann ist es auch nicht mehr schwer. Das ist immer nur der Anfang, bis es mal eine Routine ist, bis wir keine Entscheidung mehr treffen müssen, bis dahin ist es schwierig. Ab dann, wenn es ein Ritual ist, eine Routine, und wir keine bewusste Entscheidung mehr treffen müssen, dann läuft es easy, dann ist es super. Also, 3 Mahlzeiten pro Tag im Abstand von 4 bis 5 Stunden ist das bewährteste Modell, was ich kenne, was zum Erfolg führt, zum Thema optimales Gewicht, optimale körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Denn auch unser Geist ist darauf angewiesen, dass wir einen stabilen Energiespiegel haben. Denn das Gehirn ist super sensibel. Wenn der Energiespiegel in unserem Gehirn nicht gut ist, das heißt, wenn der nicht korrigiert wird, dann haben wir oftmals auch einen sogenannten energetischen niedrigen Spiegel im Gehirn. Und das sorgt dafür, dass unser Entscheidungszentrum oftmals auch dann die falschen Entscheidungen trifft. Und wenn wir jetzt als Entscheider sind, wenn wir Geschäftsführer sind, Abteilungsleiter und wir treffen die falschen Entscheidungen, kann das auch schweineteuer werden. Und es kann, wenn es viel mehr oder viele Entscheidungen sind, die falsch gefällt werden, aus Gründen des energetischen Defizits im Gehirn, des fehlenden Mikronährstoff, Vitamin B, Vitamin B6, Magnesium, Omega-3, da kann dazu führen, dass es sogar existenziell bedrohlich wird. Viele Entscheidungen, die tagtäglich weltweit getroffen werden, auch nachmittags zum Beispiel, sind ganz oft Fehlentscheidungen. Im vormittaglichen Bereich mit einem stabilisierten Blutzuckerspiegel durch ein gutes Frühstück ist der Erfolg viel größer. Und das dürfen wir nie vergessen. Also die Nummer 1 sind die 3 Mahlzeiten im Abstand von 4 bis 5 Stunden. Die Nummer 2. Und die Nummer 2 ist, das nenne ich, so weit wie möglich artgerechtes Essen. Das heißt, achtet einfach drauf, dass das, was ihr esst, dass diese Sachen so in Natur vorkommen. Wenn wir die Inhaltsangabe angucken von manchen Speisen, dann sind da Sachen drauf, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, zusätzlich Zucker, alle möglichen Dinge, die in der Natur exakt so nicht vorkommen. Und da ist immer Vorsicht zu gewähren, denn die Dinge sind in der Regel erstens mal nicht gesund und zweitens sorgen die ganz oft auch für Übergewicht und für ein gewisses Suchtverhalten, weil durch die Kombination von Geschmacksstoffen, Konservierungsstoff, was da alles drin ist, ergibt natürlich einen Trigger im Gehirn, sodass wir immer dieses Zeug essen wollen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns so artgerecht wie möglich ernähren, mit dem Essen so nah wie möglich an der Natur bleiben, so gut wie es uns möglich ist. Und dann haben wir natürlich nicht das Problem, dass da Stoffe drin sind, Fremdstoffe, die so in der Natur nicht vorkommen und die unseren Körper schädigen. Das schaffen wir durch ein weitmöglich artgerechtes Essverhalten, artgerechte Ernährung. Die Nummer 3 ist folgendes. Und zwar, ganz wichtig, Nummer 3 sind 2 Sachen. Verzicht auf Zwischenmahlzeiten. Der Verzicht auf Zwischenmahlzeiten. Ganz viele Menschen essen zwischen einzelnen Mahlzeiten nochmal was. Dann essen sie ein süßes Stückchen. Dann essen sie ein bisschen Kuchen. Dann essen sie nochmal ein Brötchen, ein belegtes. Dann essen sie nochmal eine Butterbrezel. Dann essen sie noch kleine Süßigkeiten. Und genau diese Zwischenmahlzeiten, die sind in der Regel nicht gesund. Ganz oft ungesund. Und liefern natürlich, je nachdem, morgens mal ein Stückchen, hier dann ein Stückchen, sind 400-500 Kalorien, was da weg sind. Und wenn wir wissen, dass eine Stunde Training, je nach Körpergröße, je nach Geschlecht, je nach Trainingsart, gerade mal 400 Kalorien im Durchschnitt verarbeitet und wir führen allein in den Zwischenmahlzeiten schon 400 Kalorien zu, dann wissen wir, dass diese Art von Ernährung sicherlich irgendwann dazu führen wird, dass das Gewicht zu weit oben ist und dass wir Sport betreiben, den Wunsch haben, unser Körpergewicht soll sich verändern, aber es verändert sich nicht. Und dabei sind es echt nur diese Kleinigkeiten. Wenn Coaches bei mir, entweder online oder bei hier vor Ort, ihre Ernährungsprotokolle selbst mal ausfüllen, fällt denen oft selber auf, shit, was ich da alles esse. Ganz unbewusst, weil es einfach auch schon eine Routine ist. Ganz oft kommen ja auch Zwischenmahlzeiten zum Zuge, weil in den Hauptmahlzeiten das Essen nicht so weit möglich artgerecht ist, sondern ungesund, unnatürlich ist. Und dadurch natürlich ein Energiebedarf entsteht. Und dieser Energiebedarf wird dann durch
unnötige Zwischenmahlzeiten kompensiert. Und das muss definitiv nicht sein. Was ich hier noch dazu reinmachen möchte, ist: Verzicht auf Zwischenmahlzeiten ist zusätzlich natürlich auch in Form von Getränken kein Zucker zuführen. Denn viele Menschen führen in Getränken hochdichten Zucker zu. Also Getränke, wo maximal viel Energie drin ist. Und das sorgt dafür, dass natürlich zwischendurch Energie fließt, aber wir gar nicht die Energie verbrauchen können, weil der Bedarf dafür gar nicht da ist, weil wir gar keine körperliche Arbeit haben, da wir nur sitzen. Deswegen auch hier im Punkt 3 auf jeden Fall sind da auch Verzicht auf Zucker in Getränken. So, zuckerhaltige Getränke. Was ich auch noch dazu sagen muss, diese ganzen Light-Varianten, die ganzen Süßstoff-Varianten, ich persönlich halte nichts davon. Ich persönlich würde auf da drauf weitestgehend verzichten. Warum? Weil es nicht artgerecht ist, weil da Stoffe drin sind, die in dieser Konzentration draußen in der Natur nicht vorkommen. So, das waren die wichtigsten 3 Tipps und auch hier bin ich mir sicher, wenn ihr diese 3 Tipps befolgt, dann erreicht ihr schon mal mehr, wie ihr euch tatsächlich vorstellen könnt. Denn durch diese 3 Tipps passiert schon mal richtig viel. Und das ist wirklich ein minimaler Einsatz mit maximaler Wirkung. Das war's von Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.